Hallöchen und willkommen zurück zu Binding of Isaac Challenge Runs. Heute haben wir einen Challenge Run namens The Legend of Isaac von dem lieben Herrn The Rucksack Man, den ihr eigentlich kennen solltet, denn dies ist mein FP-Part. Ich habe gerade irgendwie verwechselt, so er spielt FTL, er ist LPer, FTP, irgendwas. Nee, auf jeden Fall, ja, sein Link ist, also sein Channel ist in der Description. Wenn ihr FTL, also Faster Than Light, sehen wollt, dann dürft ihr gerne bei ihm vorbeischauen. Eventuell könnt ihr ihn dazu bringen, vielleicht mal Isaac aufzunehmen. Keine Ahnung, ist seine Sache, was er tut. Auf jeden Fall, wir sind hier in dem Binding of Isaac Run, The Legend of Isaac, und ich habe die Liste vorbereitet, und zwar es ist wie ein ganz normaler Challenge Run, nur wir bekommen von Anfang an Mom's Knife und außerdem dürfen wir nur Zelda-Items aufnehmen sozusagen, also Dinge, die was mit Zelda zu tun haben, und ich bin ja ein richtiger Zelda-Fan, deswegen habe ich mir gedacht, hey, kannst du ja mal ausprobieren. Und natürlich, weil er hochgevotet wurde, jetzt mal nur so. Und ja, er hat mir eine kleine Liste hier aufgeschrieben, was ich alles aufnehmen darf. Ich werde natürlich mich strikt an die Liste halten wollen, aber eventuell könnt auch irgendwelche Items, die ganz offensichtlich in Zelda-Thema sind, die ich aber allerdings nicht aufnehmen, also die nicht in der Liste stehen, eventuell könnten die dabei sein und ich könnte dann sagen, hey, das hat doch was mit Zelda zu tun, ich nehme es auf, keine Sorge, ich werde es nicht ausnutzen. Auf jeden Fall, wir fangen an, ein ganz normaler Run, wir sind im Cellar XL und haben Mom's Knife. Wir sind von Anfang an natürlich ein bisschen stärker, weil eben Mom's Knife ist, aber das heißt nicht, dass wir direkt gewinnen werden. Das ist ja das Gute dabei, weil es nicht unbedingt sicher ist, vor allem, weil Mom's Knife nicht unbedingt das overpowerste Item ist. Nur das zweite overpowerste, aber auf jeden Fall, wir sind in Cellar, also haben wir es schon mal ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht, ob ich den Dings benutzen soll, den D6, weil ich glaube, also ich kann es mir so vorstellen, dass es eventuell ein bisschen overpowered ist, wenn ich Mom's Knife habe, aber es ist underpowered, weil ich eben nur begrenzte Items aufnehmen kann und da ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, wenn ich den D6 habe, Items anzutreffen, die ich auch wirklich nehmen kann. Das Tier ist down, es ist nicht so allzu schlimm, weil wir Mom's Knife haben. Und was ist das hier? Baumsaki? Ja, das ist doch ein bisschen besser, weil dann haben wir nämlich wenigstens, ist das dabei? Ich weiß gar nicht. Dann haben wir wenigstens eine Chance, ein Item zu bekommen, was nicht unbedingt, Och, komm schon. Also, er hat ja geschrieben, dass, ja, was noch zu Zelda passt. Also, ich kann euch mal die Items vorlesen gleich. Auf jeden Fall ist Halo of Lies nicht dabei, obwohl Forever Alone und Distant Admiration dabei sind. Distant Admiration und Forever Alone sind halt eben die Attack Flies, aber Halo of Lies ist nicht dabei. Also, das heißt, also wir müssen rerollen und bekommen Odd Mushroom. Den dürfen wir leider auch nicht aufnehmen. Ich werde euch das mal vorlesen, während ich hier spiele. Und zwar, wir haben The Hourglass, wir haben The Game Kid, wir haben The Mr. Boom, wir haben beide Ponys, also White Pony und Pony. We Need to Go Deeper, also die Schaufel. Übrigens, Oracle of Ages, geiles Game. Yamhart, wir haben The Candle, wir haben Crack the Sky, also die Feder. Alle HP-Upgrades. Bombag, dann Mr. Boom, Boom war Mr. Mega. Dann den Compass, die Map, Cupid's Arrow, Distant Admiration, Forever Alone, Guardian Angel. Oder ein Baby. Achso, nur eins davon. Okay, alles klar. Mr. Mega. Oh, das ist schon dabei. Okay, Boom. Achso, Boom ist 10 Bomben. Okay, alles klar. Alles klar. Dann noch Sacrificial Dagger und was noch zu Zelda passt. Das heißt, wir dürfen uns aussuchen. Ganz offensichtlich ist natürlich die Candle ein ganz offensichtliches Zelda, eine Zelda-Referenz, eine Anspielung. Ich habe es A Link to the Past nicht durchgespielt, aber es ist ein ganz gutes Game. Oder es ist ein super Game, es hat einen geilen Soundtrack vor allem. Aber ja, wir reden hier über Binding of Isaac. Das hier ist The Legend of Isaac Run. Isaac to the Past. Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Eigentlich heißen müssen N Isaac to the Past. Ich will hier nicht klug scheißen, aber ich habe gerade klug geschissen. Wenn du mir in zwei Items nicht gibst, nichts gibst, dann bin ich sehr böse auf dich. Ja, ich bin böse auf dich. Lieber Jugement. Okay, das heißt also, wir dürfen jetzt nicht in den Item Room. Und selbst wenn, ist nicht sicher, dass wir... Oh, ich habe mein Herz verloren. Ich habe mein Herz verloren an eine bestimmte Person. Ja, wir haben nicht unbedingt die Chance, die 100%ige Chance, Dings zu bekommen. Ein gutes Item oder überhaupt ein Item. Aber ich werde trotzdem mal das ausnutzen und werde mal hier runtergehen. Ganz offensichtlich ist das Ziel, Satan zu besiegen, denn Link ist ein guter Kerl. Egal in welcher Reinkarnation. Oh. Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, ich will keine Werbung machen. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich nämlich von der NSA überwacht werde. Nein, war ein Scherz. Nämlich, ich habe Chaka Conroy, das Wind Waker LP gesehen. Ich habe das Spiel selber gespielt. Ist ein geiles Spiel. Also fast mein Favorit unter Zelda. Und ja, ich mag es ein bisschen mehr als Ocarina of Time, aber das nur nebenbei. Das habe ich geschaut, Wind Waker LP. Chaka Conroy ist ein amerikanischer LPer.
achtet weniger auf, dass er gut spielt, als dass er alles covert. Also, dass er wirklich jedes Geheimnis im Game erforscht und so weiter. Ist ein ganz gutes LP. Um ehrlich zu sein, ist sogar noch... finde ich sogar noch besser, wenn es irgendein Vollidiot ist, obwohl Vollidioten können ja nicht Zelda spielen. Haha, get it? Nur gute Menschen finden Zelda toll. Auf jeden Fall, ich habe mal die Zeit überbrückt, in der wir hier 5 Jahre in der Cella rumhängen und ich anscheinend nicht an ein Item komme. Also sollten wir uns unter Umständen zurechtkommen. Wir haben natürlich Mom's Knife, das heißt also, wir sollten eigentlich die ersten Floors, selbst wenn wir keine Items bekommen, zurechtkommen. Und Duke of Life ist schon zur Hälfte tot. Zur Hälfte tot. Hey Opa, bist du schon zur Hälfte tot? Ja, bin ich, Schatz. Warum ich jetzt Schatz gesagt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Widow ist schnell tot, hoffentlich. Ja, Widow hat sehr wenig HP, vor allem die pinke Version. Und das war natürlich jetzt super geil, dass ich mich so fairerweise mit Schaden übersät habe. Cat of Ninetales ist nicht dabei. Das heißt also. Ich muss immer darauf achten, ob ein Item auch wirklich dabei ist oder ob nicht. Ich werde mal zurückgehen und einen Raum noch machen. Und ja, tut mir sehr leid, aber es musste sein. Ich habe ja nicht gewusst, dass jetzt noch zwei... eigentlich hätte ich ja wissen können, dass da hinten noch zwei Bosse sind. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal Bomben bekomme, denn Bomben sind ganz offensichtlich... oh, komm schon. Etwas näher an Zelda gestaltet als alles andere. Oh, come on. Piss off, man. Okay, das heißt also, wir kommen kein Reroll. Das heißt also, wir müssen mit unserem Mom's Knife zurechtkommen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, das ist ein Vanilla Run und... Nein, mein Scherz. So, es kränkt mich, Odd Mushroom nicht mitzunehmen. Und übrigens, falls einer von euch irgendwann mal ein Pustegeräusch hört, und ich glaube, das war gerade sehr laut, vielleicht sollte ich das rausschneiden. ja, wenn ihr das einer von euch hört, dann ist das mein Ventilator, denn ich spiele immer, beziehungsweise nehme immer auf mit meinem Fenster zu, weil ich nicht unbedingt will, dass Menschen von draußen, die äußere Menschheit, mir zuhört, wie ich spiele. Das geht die gar nicht an. Deswegen habe ich das Fenster immer zu, aber wenn man das Fenster zu hat, dann ist logischerweise ein bisschen kleiner. Ja, genau. Ist kleiner. Ist ein bisschen kälter. Und das wiederum bedeutet, dass... kälter, was rede ich da? Wärmer, vor allem im Sommer. Das heißt also, mir ist scheiße heiß. Also ab in den Süden. Will ich Cain's Eye? Ja, es hat mir einen Kompass-Effekt am Anfang gegeben. Aber ich nehme doch lieber Blue Baby Soul. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Vielleicht bekommen wir hier Geld raus. Vielen Dank. Vielleicht hat es ja was genützt, keine Ahnung. So, wir gehen mal hier lang. Und hoffen mal, dass wir ganz schnell einen Schlüssel bekommen. Das ist kein Schlüssel. Dankeschön, Trollbomb, dass du den Weg frei machst. So. Was war nochmal der Slogan? Das war irgendeine Firma, die hat einen Slogan, irgendwie machen den Weg frei oder so. Das war, glaube ich, nicht Schwäbisch Hall. Nein, es war, glaube ich, Raiffeisenbanken oder so. Du bist bestimmt stolz auf dich selber für diesen Move, mein lieber Greedhead. Na kommt, rennt alle gegen das Messer. Vielen Dank. Da ist der Schlüssel. Und weil wir so schnell wie möglich, beziehungsweise so viele D6-Charges wie möglich haben wollen, gehen wir direkt mal zurück und öffnen den Item Room. Und jedes Mal, und übrigens eine Regel, die ich selber erfunden habe, jedes Mal, wenn ich ein Item aufsammeln, muss ich den oder halt eine passende Musik machen. Oder den Jingle. Black Bean, rerollen wir zu Peeper's Eye. Dürfen wir leider beides nicht aufnehmen. Und also hören wir auch keinen Jingle. Tut mir leid, aber habt ihr leider verkackt. So, Spinnen, ihr seid alle gleich tot, wenn ihr... Okay. Ich bin, glaube ich, ein bisschen großkotzig gerade. Na komm schon, ich muss so lange aufladen. Uah. So, und jetzt noch du. Und los geht's. So, 2 Bomben. Es ist cool, dass wir die bekommen. Allerdings wär's cooler, wenn wir ein paar Schlüssel bekommen würden. Feuer in das Feuer. So, da unten will ich nicht rein, ansonsten habe ich nur ein halbes Herz. Und das wiederum ist nicht cool, wie gerade mein Messer um das TNT getanzt ist. Ist mir ein Rätsel, aber auf jeden Fall, wir sollten eigentlich noch einen Charge bekommen beim Boss. Und hoffentlich bekommen wir ein HP-Upgrade. Das würde nämlich zumindest mal ein Item sein, das wir verdammt nochmal aufnehmen können. Aber ich will nicht derjenige sein, der hier rumheult. Tue ich zwar gerade, aber ihr wisst, was ich meine. So. Brrr. Oh Gott.
Mom's Knife, ich dachte, das wäre so ein overpowertes Item, aber anscheinend macht es nicht genug Damage an sich für sich. An sich für sich, mein neues Buch. Oh Gott. So, Deal with the Devil, das dürfen wir leider, glaube ich, gar nicht aufnehmen. Jesus Juice, dürfen wir Jesus Juice aufnehmen? Natürlich nicht. Also, das heißt also, wir gehen jetzt mal hier hin und bekommen den Small Rock, den dürfen wir nicht aufnehmen. Unser... Oh Gott. Wisst ihr was, wir rollen beides und bekommen, ein HP-Upgrade, das ist ja cool. Was dürfen wir das aufnehmen? The Belt? Nein, dürfen wir nicht aufnehmen. Ist auch nicht, nein, beides davon ist nicht wirklich Zelda-Thema. Tut mir leid, Leute, aber nichts. Okay, das heißt also, wir haben auch keinen Reroll mehr für den Item Room. Das heißt also, ich kann mich genauso gut verpissen. Und momentan haben wir nicht ein einziges Item bekommen, außer dem HP-Upgrade, was irgendwie auch... Naja, eben der Nachteil ist. Und ich habe mir nur schon gedacht, oh, es ist viel zu overpowered mit dem D6. Ich muss mir abgewöhnen, alles als so overpowered anzusehen. Und dann am Ende in den Depths zu verrecken, an der verkackten Fliege. Ja, Leute, es tut mir sehr leid, glaubt mir. Ich konnte nicht anders, als mich selber zu beleidigen. Also, wer an der Fliege verreckt, der hat es ordentlich, der hat es ja auch nicht anders verdient. Du, was gibst du mir? Du gibst mir Pretty Fly, tut mir leid, aber das ist leider aus Versehen gekommen. Oh, oh. Ja, gut. So, ich habe mir gerade nämlich mein Auge gekratzt. So, Trollbomb, vielen Dank. Ihr seid alle nervig. Und jetzt, Schuss! So, ich wünschte, ich könnte irgendwie ein Range-Upgrade abgreifen, aber es geht, glaube ich, gar nicht bei dem Arsenal an Items, das er mir zur Verfügung gestellt hat, der liebe The Rucksack Man. Auch hier verweise ich wieder auf seinen Channel. Oh. Er ist übrigens viel besser in FTL als ich, will ich nur mal angemerkt haben. Im Shop ist rein gar nichts, außer eine Schlüssel, den werde ich mir jetzt mal aufnehmen, weil ich einen verbraucht habe. Obwohl, den Kompass könnten wir eventuell einsammeln. Oh, ja, den könnten wir uns sogar kaufen. Also von daher würde ich mal sagen, wir sammeln mal für ein bisschen Geld. Ein bisschen Kleingeld. Für einen alten Mann mit einem Messer in der Hand und einem Kleid an und einer Fliege, die drumherum fliegt. Und natürlich einen toten Baby, nicht zu vergessen. Das tote Baby ist jetzt natürlich nur nebenbei, aber ich will ja nur gesagt haben. Und ich bekomme da Messages. Und zwar nicht Massagen, sondern ich meine Messages, aka Nachrichten. Und dieser Floor ist wirklich der komischste Floor, den ich jemals gesehen habe. Sieht aus wie wenn ich Snake spiele. Oh oh. Ihr seid alle Würmchen. Würmer. Aus irgendeinem Grund muss ich jetzt an Soul Calibur 2 denken. Tut mir leid, aber... Referenzen, Leute. Okay. Ich referenz gleich meinen Arsch, wenn es so weitergeht. Wheel of Fortune ist natürlich damn schlecht, wenn ich absolut nichts habe, womit ich das bezahlen kann. Ich sterbe gleich, das kann doch nicht angehen. My God. Okay, warum ist er gerade gestorben? Das ist verwunderlich. Okay, ein Item Room wäre jetzt super cool. Du fliegst in die Luft. Nein, okay. Kein einziges Herz. Es könnte gut sein, dass ich hier drin verrecke. Also Messer schön aufladen und versuchen, nicht allzu riskant zu arbeiten. Oh, komm schon. Vielen Dank. Nein, ich meine, vielen Dank für die Blumen. Nein, ich meinte natürlich, vielen Dank. Oh mein Gott, ich werde diesen Typen niemals besiegen. Ich meine es ernst. Vielen Dank. So, Arcade. Das bedeutet also, hier drin werden wir eventuell irgendwann mal ein Item abgreifen können. Also werde ich leider meine Münzen verspielen. Nein. Ich möchte ein richtiges Item. Oder Herzen, genau. Komm schon. Boah, du stinkst, Mann. Du ernsthaft hier. Du stinkst. Oh, Blue Baby. Ich schwör dir. Mach das... Okay, Blue Baby. Du bist offensichtlich nicht bereit, mitzuarbeiten. Also... Vielen Dank, aber bei der nächsten Gelegenheit schmeiße ich dich raus. Oh mein Gott, das kann doch nicht angehen. Das war gerade glücklich. Sehr glücklich. Okay, zwei Münzen. Können wir uns damit was kaufen? Nein! So, Blue Baby, wenn du jetzt noch einmal schießt, dann... Ich habe ihn gerade abgelenkt. Also im wörtlichen Sinn jetzt. So, Jugement will ich mein Geld auch nicht verschwenden. Du kannst verrecken. Du auch... So, Chest, was bekommen wir da drin? Drei Bomben. Anscheinend hat das Game meine Gebete erhört und gibt mir jetzt ordentlich viel Bomben. So,
Im Item Room bekommen wir Luckfoot. Hat nichts mit Zelda zu tun. Wir rerollen zu D20. Hat auch nichts mit Zelda zu tun. Also, okay, anscheinend müssen wir mit unserem Masterschwert, müssen wir alleine zurechtkommen. Auch passend wie im Spiel. Man hat nichts anderes als das Masterschwert und einen Bogen und Bomben und Rubine und alles andere, was ich nicht habe. Ich will nur mal angemerkt haben, dass ich irgendeine Ausrede suchen muss, dass ich gerade ja absolut keine Items bekomme. Ah, wir haben es Mom's Knife, kommt schon. Wir sind overpowered genug. Oder, Leute? Oder? Ja, sind wir. So, ihr seid nicht willkommen in meinem Club. Oh mein Gott, das war gerade sowas von derbe knapp, das gibt's gar nicht. Sowas sollte verboten werden. So, hallo, ich bin Chad. Ich kann ein Item sowieso nicht aufnehmen. Und dann verschwende ich lieber den Reroll von meinem D6 für... Oh, das war ein guter Damage. Für, oh Gott, Chad ist so schnell! Für den Item Room. Chad, nein. So, hier ist noch ein halbes Herz, das nehme ich auf. Gehe jetzt zurück in den Item Room. Würde mal gerne wissen, ob da der Secret Room ist. Nein, ist er nicht. Wo kann er denn sonst verdammt nochmal sein? Oben oder was? Uff! Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Soll ich das aufnehmen? Ich meine, jetzt halbiert sich unsere Chance, dass wir ein Zelda-Item vom Dings kriegen. Oh, come on. Wo ist dieser verdammte... Das kann halt angehen. Ach, endlich. Und natürlich bekommen wir absolut null. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt damit zurechtkommen. Soll ich den D6 ablegen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Phantom Hourglass. Apropos, habe ich auch gespielt. Super Game. Bla, bla, bla. Soll ich den Hourglass behalten? Wisst ihr was? Wir behalten ihn. Weil ich den D6 so oft in der Hand habe und ein bisschen Gameplay mit dem Hourglass wäre auch nicht so schlecht. Also, los geht's. Oh, wir haben ja hier noch. Ach, kack drauf. Obwohl, wenn ich schon... Wisst ihr was? Wenn ich schon ein Dings da oben habe, ein Arcade, kann ich auch versuchen, genug Münzen für ein Dings zu sammeln. Genug Münzen für, oh nee, ach, wo renne ich denn hin? Der Typ ist doch schon längst tot. So. Das heißt also, ja, tut mir leid, ich habe vergessen, dass der Arcade... Ach, komm schon. Oh mein Gott, das war Glück. Oh mein Gott, Blue Baby, du hast ab sofort gute Karten bei mir. Tut mir leid, aber das war gerade... Das war gerade absolut geil. Okay, jetzt können wir uns also doch den Kompass kaufen. Und müssen auch nicht Blue Baby, nachdem der Run vorbei ist, auf den Popo schlagen. Weil er uns so oft genervt hat. Okay, das Blatt hat sich gerade gewendet. Apropos Blatt, Deku-Blatt, Wind Waker. Haha, habt ihr mal einen Übergang gesehen? Nein, also auf jeden Fall, wir wollen den Kompass. Können uns dazu auch noch ein Spirit Heart kaufen. Super geil. Natürlich nicht geil, dass wir jetzt immer noch nur Standard-Damage und Standard-Range und so weiter haben. Es wäre cool, wenn ich ein bisschen mehr hätte. Afrikanisches Kind. Ja, ich weiß. Ich bin makaber. Aber es hat sich auch noch keiner über Julians Blog beschwert. Haha, get it? Weil sich jeder darüber beschwert. Übrigens, ich habe den Typ nicht mal abonniert. Ich hatte ihn mal abonniert. Ich fand einige seiner Videos recht gut. Aber spätestens als er gesagt hat, ich will nicht rappen, ich rap, analysiere nur. Und dann macht er doch eine Rap-CD. Unter dem Vorwand, dass er das ja nur zur Parodie macht. Nope, da will ich nicht. Und vor allem das Rap-Battle ging mir auch auf den Sack. Keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung. Ich hab's auch nicht geschaut. Tut mir leid. Schon wieder so ein dämliches XL-Flörchen. Flörchen. Auf jeden Fall, ja, ich habe Julians Bock nicht abonniert, nur falls ihr das wissen wollt. Das war gerade unglaublich guter Nicht-Damage. Unglaublich guter Nicht-Damage. Kann ich mich nur wiederholen. So wie die Story in Call of Duty. So, offensichtlich will das Game ein bisschen XL in die Sache reinbringen. Aber mir ist gerade irgendwie aus irgendeinem Grund, als ich gesagt habe, ein bisschen XL in die Sache reinbringen, muss ich sofort an Brit denken. Keine Ahnung, irgendwie so. Lass uns mal ein bisschen XL hier reinbringen. Und dann auf einmal kommt so eine fette Frau rein, die irgendwie zu Milkshake von Kelly's tanzt oder so. Keine Ahnung, Leute. Fakt ist auf jeden Fall, dass es gut ist, dass Brit abgeschafft wurde. Also, ich meine jetzt die Sendung. Ich meine, ist mir egal, ob die Tussi abgeschafft wird, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie im legalen Ausmaße wäre.
So. Blue Baby? Ja. Halte ich an die Regeln. Wir bekommen... Oh mein Gott. Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Der Run läuft super. Oh. Okay. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Range... Ist überhaupt ein Range-Upgrade bei den Sachen dabei? Ich weiß es gar nicht. Also bei den Sachen, die die lieber Herr Rucksackman angegeben hat. Ich glaube gar nichts, oder? Bombag, Distant Admiration, My Reflection. My Reflection könnte eventuell ein Range-Upgrade sein. Aber ansonsten... ansonsten habe ich nicht das Gefühl, als ob irgendwas dabei wäre, was meine Range erhöht. Was wiederum bedeutet, dass, Magneto. Es gab noch kein Magnet-Item. Ich wünschte, es würde anders aussehen. Nein, okay, das können wir also nicht aufnehmen. Wir wissen aber, wo der Boss ist. Aber ja, wir haben anscheinend keinen Range-Upgrade bei den Sachen dabei. Das heißt also, wir müssen... Oh mein Gott, diese ganzen Münzen könnte ich haben! Das heißt also, wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Zitat, afrikanisches Kind. Haha, Witz wird alt. Ja. Da unten ist jetzt noch der Shop. Aber ich... Oh, nee, der Miniboss ist ja gar nicht im Shop. Das heißt, wir haben gar keinen Miniboss im Shop. Sag das Thema hintereinander. Miniboss im Shop, Miniboss im Shop, Miniboss. Das ist gar nicht so schwer. Auf jeden Fall, wir haben im Shop... Oh mein Gott, warum habe ich mich umgedreht? Im Shop keinen Miniboss. Das heißt also, wir sollten... Oh mein Gott, das war knapp. Wir sollten eigentlich was Gutes im Shop kaufen können. Ich habe ganz vergessen, dass da gar kein Stein ist. Ich habe gedacht, da ist ein Stein, der wird mich beschützen. Nee. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich gleich verrecke. So. Ist was hier drin? Hier drin ist Range Upgrades. Oh mein Gott. Aber ein Lippenstift kann ich überhaupt nicht rechtfertigen. Gut, dass da ein Herz lag. Das wird ein schwerer Raum. Deswegen benutze ich mal Hourglass und The Empress. So. Oh, komm schon. Komm schon. Oh Gott. Hat überhaupt nichts genutzt. Phantom Hourglass, sag ich die ganze Zeit. Das heißt nur Hourglass. So. Ein Schlüssel, den wir benutzen können, um in den Shop zu gehen. Eventuell überlege ich mir, ob wir auch in den Dings gehen. Nein, Blue Baby, du sollst die Bombe nicht wegplussen. Das Wort habe ich mir gerade ausgedacht. Nur, falls es euch interessiert. Cancer. Das wiederum könnte gut sein. Blue Baby, tut mir leid, aber Cancer. Vor allem, es verdoppelt ja meine Tears Rate. Das heißt also, wir haben automatisch mehr Range. The Candle! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ja geil. Okay, jetzt dürfen wir nur nicht mehr verrecken. Wir haben die Candle. Und wir haben, einigermaßen gute Items. Oh, hat so viel Geld. Und damit kaufen wir uns jetzt einen Spirit Heart. Und zwar hier. The Candle, das absolut, quasi beste Spacebar-Item, was wir haben können in der ganzen... sag ich mal, in dem ganzen Arsenal an, Items. Hallöchen Pride. Ich hoffe, du pridest schön herum. Wir bekommen Geld. Und es ruft jemand an, das ist schlecht. Muss ich gleich dran gehen. Aber auf jeden Fall, ja, ich würde mal sagen, wir, ich muss mich auf das Handy konzentrieren. Ah, okay. Also auf jeden Fall, ich werde mal gleich Pause machen und wir sehen uns dann danach wieder. Und unsere Chancen, ihr könnt euch schon mal vorstellen, unsere Chancen sind sehr gut. Aber das wird sich noch zeigen. Also wir sehen uns gleich. So, tut mir sehr leid für die Pause. Gewisse Menschen brauchen Liebe und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, die zu verteilen. Deswegen muss ich das ein bisschen kompakter regeln und dann eben umso mehr... Wozu renne ich eigentlich? Wo wollte ich eigentlich? Ja, blöd. Ich wollte doch eigentlich in die Richtung rennen. Beziehungsweise ich wollte gucken, wo der Gang zum Dings ist. Zum Boss. Bin mir nicht ganz sicher, welcher von denen es ist. Das Thema ist abgehakt. Nur falls ihr mehr davon erfahren wollt. Oh oh. Oh, ja, vielen Dank. Ich würde mal sagen, der Boss ist hier. Nein, er ist nicht. Okay. Alles klar. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Vergesst, dass ich gerade Schaden genommen habe. Vergesst, dass ich gerade fast Schaden genommen habe. Und wir versuchen gerade, das Beste aus der Situation rauszuholen. Beziehungsweise das Beste aus der Situation zu machen, dass wir Mom's Knife und fucking Candle haben. Also verdammt nochmal, stell dich nicht so an. Na, also, schon wieder Schaden bekommen. Ist ja super. Diese Turrets machen mich irgendwann noch fertig. Aber ja, sollen wir uns nicht allzu davon beeinträchtigen lassen. Ich würde mal sagen, wir gehen nicht in die anderen Floors, beziehungsweise die anderen Räume, sondern
Stattdessen bewegen wir uns direkt auf dem Pfad in Richtung Boss. Und hoffen... Ist das ein Judgment? Ich glaube schon, oder? Das ist auch Judgment. Nein, ist nur eine richtige Schlappmaschine. Keine Ahnung, wie ich das gerade genannt habe. Ich habe irgendwas gesagt. Irgendwann mal habe ich entschieden, ja, sag irgendwas dazu. Ich weiß nicht, was ich gerade laber, Leute. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Vielen Dank für die Trollbomb. Okay, das war was anderes. Abgesehen davon, dass ich gar nicht so viel Geld verloren habe und außerdem gerade das Ding sich selber in die Luft gejagt hat. Ist cool, aber ich hätte doch ein bisschen mehr erwartet als nur eine Bombe und ein Herz. Wenn ich das mal so ganz dreist behaupten darf. Naja, weiß behaupten, ich hab, kann, muss ja nicht behaupten, dass ich was denke. So, das ist jetzt also der wirkliche Pfad zum Jeha. Zentner. Yeah. So, die schwarzen Bombenfliegen machen mir immer doppelt Angst. Genau, vielen Dank. Das ein Eternal Heart, das will ich auf jeden Fall haben. Wie ich da dran komme, ist mir allerdings ein Rätsel. Ja, das war ja Naturtalent. Echt, ich bin Naturtalent. Wenn ich ihn eventuell so haue. Oh ja. Like a glove. So, ich nehme es allerdings noch nicht auf, weil... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil ich stattdessen erstmal den Boss besiegen will. Und dann, wenn wir absolut sicher... Oh, weg da! Wenn wir absolut sicher keinen Schaden mehr bekommen, gehen wir damit in den nächsten Floor und bekommen noch ein Herzilein dazu. Ihr seid allesamt bescheuert. Du ballerst hoffentlich... Oh mein Gott, das war gerade ein Schuss, der sich gewaschen hat. Ich habe das lange nicht mehr gesagt. Oh mein Gott, The Fallen, ganz ehrlich. Fallen, nein. Warum tust du mir das an, Fallen? Jetzt kriegst du Flammen ab, wie blöd. Genau, also renn mir nicht hinterher. Nein, 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 renn mir nicht hinterher. Ich habe eine Bombe für dich. Yeah, so, und jetzt rein damit. Jetzt können wir ordentlich Schaden austeilen. Fallen ist eigentlich ganz gut, wenn man Mom's Knife und The Candle hat. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich irgendeins der Items, die er verteilt, überhaupt aufnehmen kann. Ein Baby. Ein Baby. Warte, 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 warte. Hat der liebe Herr Rucksackman ein Baby erlaubt? Tatsächlich. Ja, wir dürfen zwar nur Guardian Angel oder ein Baby aufnehmen, aber wir dürfen ein Baby aufnehmen. Das ist Sister Maggie. Können wir das also einfach mal so tun, als ob das Navi wäre und die uns dann alle 2 Sekunden auf den Sack geht. Nee, hey, listen, listen, hey. Oder Taya, je nachdem, wer, ob ihr Majora's Mask oder Ocarina of Time bevorzugt. Oder Fi, keine Ahnung. Fi ist aber blau, also von daher. Skyward Sword, übrigens gutes Game. Ich habe es mir vorbestellt. Das erste Game, das ich überhaupt, das einzige Game, das ich überhaupt vorbestellt habe. HP Upgrade dürfen wir nehmen. Wir sollen zu Satan, also von daher ist es auch egal, ob wir den Polaroid nehmen oder nicht. Und das Eternal Heart kann ich jetzt nicht mehr einsammeln, das ist ja super. Ganz vergessen, dass, naja, Mom so die bestimmte Sache hat. Aber ja, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, außerordentlich köstlich zu... Wenn wir da... Isaac. Es wäre cool, wenn du reagieren könntest. Und nicht dastehst wie so ein Emotionsloser. Wozu habe ich dich überhaupt geheiratet? Ich will die Scheidung, Isaac. Den interessiert es gar nicht. Der sitzt nur da. Ah ja, gut. Jetzt haben wir den White Glitch. Und bekommen Utero 1. Zum Glück kein XL-Floor. Larry Jr. Oh, das ist der Hollow. Okay, ne, never mind. Aber trotzdem. Du bist so gut wie TOT. Genauso wie der Call of Duty. Das neueste Call of Duty jetzt schon ist. Ich weiß, der Witz kam so erwartet, aber. Entschuldigung, aber. Ich bin nicht der beste Witzereißer. Könnt ihr ja verstehen, oder? Einzige, was bei mir reißt, ist das Kondom. Haha. Ja. Darüber sollte man eigentlich keine Witze reißen. Ich tue es aber trotzdem, weil ich geschmacklos bin. Deal Visit. Oh mein Gott, das ist ja eine Bombarde. Wenn es das Wort überhaupt gibt. Naja, ich wundere mich gerade, dass wir so weit kommen, wie wir gerade... Oh mein Gott, wozu schießt eigentlich die Candle und blocken, will einen Schuss abblocken, wenn es sowieso nicht funktioniert. Aber ja, ich wundere mich, dass wir so weit gekommen sind, wie wir gerade gekommen sind, weil ich eigentlich keine Damage-Ups oder in dem Sinne was habe, sondern ich habe nur Cancer, also Krebs. Ich habe Krebs, Leute. Habt ihr das schon gewusst? Ah, meine Scherze. Obwohl, das war ja, jetzt gab es ja eine Vorlage, kommt schon. Also, das Spiel hat da schon eine Vorlage geliefert, wenn das Ding schon Cancer heißt. Aber ja, in der Womb wollen wir nichts haben, oder beziehungsweise in der Utero. Cube of Meat dürfen wir, glaube ich, nicht nehmen. Ja, dürfen wir auch leider nicht. Also von daher... Oh oh. Da habe ich keinen Schaden genommen, ganz ehrlich. Das war ja ziemlich cool.
So, Death, du bist tot. Ha. Ist immer wieder lustig, wenn ich sage, Death ist tot. Weil Death tot heißt. Genau, mein liebes Pony. Du könntest langsam mal verrecken. Oh mein Gott. Die! Vielen Dank. So, Cube of Meat dürfen wir nicht aufnehmen, allerdings das dürfen wir aufnehmen. Und dort ist Brimstone und The Nail, das dürfen wir beides überhaupt nicht aufnehmen. Also von daher, tut mir leid, Dude, aber ich dude mich mal woanders hin. So, Utero 2. Und ich glaube, mit dem Setup könnten wir durchaus gewinnen. Ich habe zwar nur Arms Knife, aber wenn ich gut spiele, geht das schon. Wenn ich gut spiele, geht das schon, sagt er nach Episode 80. Oder vor... Oder 80 sind es? 80? Ich glaube, sogar mehr. Ich glaube, wir sind schon bei 82. So. Ich gehe, glaube ich, in die falsche... Ich habe keine Ahnung. Der Boss ist irgendwie genau da, wo er eigentlich nicht sein könnte. Sag mal. So, Candle. Tu mir den Gefallen und tu mir einen Gefallen. Wenn du mir einen Gefallen tust und der Gefallen heißt, tu mir einen Gefallen. Wenn du mir einen Gefallen tust, hast du mir einen Gefallen getan oder zwei? Habt ihr das gerade verstanden? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid bereit für das Gymnasium. Wenn ihr schon drauf seid und es nicht versteht, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr müsst leider nächstes Jahr abgestuft werden. Und wenn ihr dann glaubt, ha, was macht denn der für Scherze? Ich bin Lehrer, ich darf sowas. Das ist übrigens das, was ich meinen Schülern immer sage. Hey du, übrigens, du wirst nächstes Jahr abgestuft, weil du so doof bist. Haha, war nur ein Scherz, Dude. War nur ein Scherz. Und spätestens dann, wenn sie aufhören zu heulen, sollte ich mir eigentlich Gedanken machen, ob ich den richtigen Job gewählt habe. Keine Sorge, habe ich, aber... eigentlich sollte ich mir Gedanken machen, ob ich so Witze reißen sollte. Wrath? Könntest du... Ja, vielen Dank. Gib mir sogar ein Spirit Heart als Ersatz. Wir gehen in den Secret Room bekommen, Horn of the Unicorn. Ist leider nicht bei den Items dabei. Ich habe immer noch die Liste hier vorne stehen. Oder sitzen, oder... sichtbar. Oh ja, wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach... und... yeah. Und jetzt noch die Spinnen auch noch. Me gusta. Wir haben sogar den richtigen Pfad gewählt. Und wir haben Sloth hier. Die wir eigentlich benutzen könnten, um hier ordentlich mal nach Dings zu suchen. Komm schon. Genau. Bumm. Komm schon. Komm schon, Sloth. Sag das Thema einander, ne? Komm, Sloth. Genau. Schieß eine Bombe. Genau. Bumm. Und hier auch noch. Wenn es geht. Wenn es gehen könnte. Ja, das reicht. Wird wahrscheinlich nicht besser werden. Oh. Na toll. So, was ist die Karte? High Priestess, das ist super geil. Gibt uns einen... quasi einen Freistoß. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das bei Mom's Heart einsetze. Und vor allem dann, wenn noch zwei andere Gegner im Floor sind. Ich sollte das vielleicht nicht unbedingt dann machen. Und zwar jetzt mache ich's. Boom. Schönen Dank auch. Das hat ordentlich viel gezogen. Das hat ordentlich viel gezogen. So. Oh ja, die Bombe war perfekt. Und das Herz auch. Genau, immer weiter. Und ich habe die Candle ja auch noch, hab ich ganz vergessen. Dass die ja auch noch da ist. Oh Gott, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Candle. So, und schon haben wir gewonnen mit ungefähr 26.000 Schaden. Wir haben 2,5 Herzen, mit denen begeben wir uns jetzt mal zu Satan. Die Challenge Run gefällt mir einfach, weil man mit Mom's Knife gerade so allein durchkommen könnte. Aber es ist halt cool, wenn man die Items bekommt, also sowas wie Candle und so weiter. Das heißt also, man muss mit der Angst leben, nichts zu haben außer sich selbst und die magische Miesmuschel. So, das Greed im Secret Room. Dass ich gerade nicht getroffen wurde, das wundert mich. Oh Gott, ich wollte eine Bombe legen, dann kam auf einmal Mr. Lokai und Lokiet mich einfach so von der Seite an. Beim nächsten Mal Lokiest du woanders hin, mein Freund. Das war gerade riskant, ich wollte nicht von der Bombenfliege getroffen werden. Und, oh, wäre jetzt die Bombenfliege dann noch explodiert. Das wäre super cool gewesen. Jetzt, okay. Alles klar. Candle, könntest du? Vielen Dank. So. Trollololol. Gehen wir in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Nein, Famine. Lass das. Lass das. Hör auf zu trollen. Famine. Oh mein Gott. Gib mir die Steine, genau. Genau, gib mir die Steine. Gib mir die Steine. Yeah. So. Können wir leider nicht dran.
Warum bin ich eigentlich in die Cathedral gegangen? Bin ich blöd? Wow, was für Reflexe. Was für Reflexe. Dieser Reflex, die ganze Zeit in die Cathedral zu gehen und dann... Oh, das ist traurig. Okay, tut mir leid, Leute, aber wir müssen leider uns auf Ganondorfs Seite stellen. Anscheinend wurden wir hypnotisiert. Und müssen uns jetzt leider damit zurechtfinden, dass wir eigentlich Ganondorf sind. Vielleicht waren wir schon die ganze Zeit Ganondorf. Und uns wurde von Mr. Rucksackman vorgegaukelt, dass wir es nicht wären. Okay, wir versuchen mal Isaac. Könnte eigentlich recht einfach werden, wenn wir es richtig machen, meine ich jetzt. So, immer weiter Candle. Wir versuchen jetzt einfach mal, DaBaby zu besiegen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Vielleicht kriege ich sogar hin. Na komm. So. Ist eigentlich recht einfach, wenn man weiß, wie es geht. Sagt er nach 90 Folgen. The Candle. Oh oh. So, ist perfekt. Ich will, dass die Flamme genau in ihm steht. Genau. Und sobald er anfängt und hört auf mit... Sobald er anfängt aufzuhören, genau. Mit seinen automatischen Schüssen da. Haben wir ein bisschen mehr Chance. Weil er da nicht mehr automatisch schießt. Interpreter. Sondern stattdessen nur noch... seine komischen Homing-Tiers abfeuert. Und wir können... Oh, okay, wir sind bei Isaac verreckt, als wir Satan besiegen wollten. Auf jeden Fall, vielen Dank für The Rucksack Man. Guckt in die Beschreibung, um auf seinen Channel zu gehen und ein bisschen FTL zu schauen. Und was heißt der FTL? Der hat ganz schön viele, der hat mehr Folgen als ich schon rausgehauen. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden das hier. Einfach, weil ich tot bin. Ich klatsche mich gleich für die Aussage. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Binding of Isaac Challenge Runs. Schreibt bitte unten rein, was ihr sehen wollt. Ihr seid super, bisher seid ihr super gewesen bei den Ideen. Finde ich einfach klasse. Und natürlich, wenn ihr einen Run sehen wollt, den ihr nicht selber vorgeschlagen habt, oder sondern von jemandem anders kam, dann dürft ihr ihn gerne auch hochvoten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Binding of Isaac. Like die Folge, wenn sie euch gefallen hat. So viele Aussagen, die ich am Ende sagen muss, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. See ya.